Hallo und herzlich willkommen zu Typisch Deutsch. Mein heutiger Gast ist mit 57 Jahren nochmal zum Debütanten geworden. 2011 veröffentlichte er seinen ersten Roman und er ist prompt den Deutschen Buchpreis bekommen, ist ein Bestseller geworden. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, Eugen Ruge. Schön, dass Sie da sind. Ja, Eugen Ruge ist Schriftsteller, aber er war früher mal Mathematiker, er ist auch Theaterautor, er ist in Russland aufgewachsen, in der DDR, in Russland geboren, in der DDR aufgewachsen. Und weil er sich da so gelangweilt hat, ist er 1988 in den Westen geflohen. Und das, obwohl seine Familie zur DDR-Elite gehörte. Freuen Sie sich also auf eine spannende Lebens- und Familiengeschichte. Mit Eugen Ruge spreche ich über Fakten, Fiktion und Fußschmerzen, über das Leben in Deutschland mit diesen Themen. Geschichten und Geschichte. Wer nicht wertschätzt, was war, kann nicht wertschätzen, was kommt, meint Eugen Ruge. Aus seiner Familiengeschichte hat er einen Roman gemacht. Erleben und erinnern. Wie es sich anfühlte, DDR-Bürger zu sein, machen private Museumsbetreiber erfahrbar. Ein Spagat zwischen Nostalgie und Aufklärung. Und laufen und leiden. Rund 120.000 Menschen in Deutschland nehmen regelmäßig die Strapazen eines Marathons auf sich. So wie unser Gast. Das alles und noch viel mehr heute bei Typisch Deutsch. Ja, und heute bei uns Eugen Ruge. Ihr Erfolg erzeugt Neid. Sie schreiben mal ebenso ein Buch. Es wird sofort ein großer und gefeierter Roman. Wie hat sich Ihr Leben verändert? Ja, zum Glück nicht so sehr. Also ich bin ein bisschen freier in meinen Entscheidungen, also was sozusagen die finanzielle Seite betrifft, muss mir also jetzt keine unmittelbaren Sorgen um die Zukunft machen. Aber ansonsten, ja, und ich hatte im letzten Jahr natürlich sehr viele Lesungen, das ist klar, und viele Interviews und Sendungen ähnlich wie diese das Jahr. Ansonsten fühle ich mich nicht sehr verändert, muss ich sagen. Also, aber fühlen Sie sich berühmt? Fühlen Sie sich prominent? Werden Sie auf der Straße erkannt? Ja, das passiert, aber ja, eigentlich selten, muss ich sagen. Also ich nehme das nicht wahr, muss ich sagen. Das, also Berühmtheit oder sowas kann ich nicht sagen, dass ich das irgendwie wahrnehme. Zum Schreiben ziehen Sie, also Sie wohnen in Berlin, aber zum Schreiben ziehen Sie sich nach Rügen zurück. Häufig, Sie sagen, Sie brauchen absolute Stille, angeblich, sehr lustige Geschichte. Setzen Sie sich auch noch Ohrenschützer auf? Ja, gut, ich bin einfach ein bisschen lärmempfindlich, nicht? Und wenn irgendwie da der Hund vom Nachbarn bellt oder sowas, dann stört mich das schon. Und dann setze ich die Dinge auf, die habe ich auch übrigens dabei, wenn ich Bahn fahre oder so, nicht? Ja, dann... Dann mache ich mir sogar noch erst so diese Oropax rein und dann setze ich mir noch die Dinge auf, weil die Leute telefonieren ja dann auch in der Bahn oder haben eben auch Musik dabei und so. Das sollen die auch alles machen, aber man möchte ja nicht immer mithören und da schütze ich mich dann auf die Weise. Die Kritik sagt unter anderem, Sie hätten großes Lob, so eine Art DDR-Buddenbrocks geschrieben, also eine Familiengeschichte, die im Wesentlichen im 20. Jahrhundert spielt. Russland, deutsche Teilung, da kommt so alles vor. Ist das in Ihnen so über die Jahrzehnte gewachsen oder war das so ein Bling-Moment? Das ist gewachsen. Ich meine, insofern ist es nicht ganz richtig, wenn Sie sagen, ich schreibe mal eben so einen Roman, nicht? Erstmal habe ich ja davor schon 20 Jahre lang oder so ungefähr 17 Jahre lang Theaterstücke geschrieben, Hörspiele und so weiter, nicht? Also habe also schon ein bisschen geübt. Und dann habe ich auch mich mit diesem Projekt schon eine Weile beschäftigt, habe dann auch schon mal ein Theaterstück über sozusagen einen Teil dieses Projektes geschrieben, aber eher über die Großeltern und diese Geburtstagsgeschichte, die darin vorkommt, in dem Roman auch. Und dann habe ich irgendwann mich hingesetzt, habe also tatsächlich dieses Buch angefangen, nicht? Und das hat auch insgesamt 4 Jahre gedauert, also so ist das nicht, dass man sich da eben mal hinsetzt und so ein Ding schreibt. Nicht? Sie sind studierter Mathematiker, Naturwissenschaftler. Geht man da anders oder wie geht man da ans Schreiben? Also denkt man sich, oh, das ist doch viel systematischer, strukturierter. Na gut, ich weiß ja nicht, kennt ja sozusagen die anderen Schriftsteller nicht von innen. Ja? Ich weiß nicht, wie die rangehen. Sicherlich geht jeder auf seine Weise daran. Ja, sicherlich denke ich irgendwie auch in Strukturen, kann schon sein. Ich habe also zuerst habe ich tatsächlich die Struktur von diesem ganzen Ding entworfen. Ja, also ich war mehr oder weniger die Kapitelfolge und
das, was, also die Abfolge, die Chronologie oder Nicht-Chronologie der ganzen Erzählung, die drei Ebenen, die es da gibt, hört sich jetzt alles kompliziert an, aber liest sich ja ganz einfach bekanntlich. Das war mir eigentlich vorher schon ziemlich genau klar. Das hat sich dann natürlich verändert, das gehört auch dazu, nicht? Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen, ich sag mal, Ihr mathematisches Verständnis hilft beim Schreiben? Naja, also insgesamt würde ich sagen, nicht. Also vielleicht in diesen, was Strukturen betrifft und so schon. Insgesamt ist es natürlich so, also wenn man es wirklich im Großen sieht, dann glaube ich eher, dass es eine verschwendete Zeit war, die Mathematik, die Jahre mit der Mathematik, weil die Mathematik beschäftigt sich natürlich mit abstrakten Dingen, nicht? Die beschäftigt sich nicht mit nichts Wirklichem, nicht? Also ich Geschichte studiert hätte oder irgendwie was mit wirklichen, mit Menschenleben zu tun hat, dann wäre das ein Fundus auch gewesen, nicht? Das ist auch Material, wenn man jetzt mal literarisch denkt. Und die Mathematik, die liefert da irgendwie gar nichts, nicht? Das sind einfach irgendwelche Elemente und Funktionen, nicht? Also davon hat man als Schreiber dann später nichts. Immerhin Ordnung. Das ist schon mal eine ganze Menge. Eugen Ruge und sein langer Weg zum Romancier. Lesen, diskutieren, Autogramme schreiben. Das Pflichtprogramm eines Bestseller-Autors. Eugen Ruge nimmt den Rummel gelassen. Zu oft hat er sich neu erfunden, um sich von unerwarteten Wendungen aus der Ruhe bringen zu lassen. Eugen Ruge stammt aus einer Familie deutscher Kommunisten. Sein Vater Wolfgang Ruge war 1933 vor den Nazis nach Russland geflohen. Als der Krieg ausbrach, waren dort alle Deutschen verdächtig, auch Genossen. Unter Stalin wurde er zu Zwangsarbeit und Verbannung verurteilt. Später heiratete er eine Russin. Ihr gemeinsamer Sohn Eugen wurde 1954 in Sibirien geboren. Die Familie kehrt 1956 nach Deutschland zurück, rehabilitiert. In der DDR wird der Vater zu einem gefeierten Historiker, tritt in die SED ein, bekommt den Nationalpreis verliehen. Eugen Ruge hält sich raus aus Partei und Politik, soweit das in diesem Staat möglich ist. Er studiert Mathematik und entwickelt Vorhersagemodelle für Erdbeben am Institut für Physik der Erde in Potsdam. 1985 gibt er seinen Job auf und arbeitet als Autor für Dokumentarfilme. Schließlich flieht er 1988 in den Westen. Er schreibt Theaterstücke und Hörspiele und übersetzt Tschechow aus dem Russischen. Mit seinem ersten Roman In Zeiten des abnehmenden Lichts trifft er 2011 ins Schwarze. Über 20 Jahre nach dem Ende der DDR erzählt Eugen Ruge darin vom Niedergang einer Familie deutscher Kommunisten und beschreibt gleichzeitig den Verlust der sozialistischen Utopie. Zentral ist der 90. Geburtstag von Wilhelm, ein verdienter Widerstandskämpfer und ältester Protagonist der Familiensaga. Sein Jubiläum begeht er am 1. Oktober 1989, kurz vor dem Mauerfall. Jedes Jahr bekam er irgendeinen Orden verliehen, jedes Jahr wurden irgendwelche Reden gehalten, jedes Jahr wurde derselbe miserable Cognac in denselben bunten Aluminiumbechern serviert und jedes Jahr, so schien es Irina, war Wilhelm von noch mehr Schranzen umgeben. Sie vermehrten sich, eine Art Zwergengeschlecht, lauter kleine Leute in speckigen grauen Anzügen, die Irina nicht unterscheiden konnte, die immerzu lachten und eine Sprache sprachen, die Irina tatsächlich auch beim besten Willen nicht verstand. Entstanden ist das Buch zum Großteil auf der Ostseeinsel Rügen. Hier hat der passionierte Läufer ein Ferienhaus geerbt. Den Buchpreis, den er 2011 für sein Romandebüt bekommt, nimmt der 57-Jährige erfreut, aber ebenso gelassen hin wie den plötzlichen Ruhm. Und heute ist er zu Gast bei Typisch Deutsch, Eugen Ruge. Herr Ruge, wir brauchen ein bisschen Lebensberatung. Es war 1985, Sie waren schon in den 30ern, da haben Sie gesagt, ach, Erdbeben, Mathematik, Naturwissenschaften, das will ich jetzt nicht mehr. Ging das damals in der DDR so einfach, ja, dass einer gesagt hat, ich mache jetzt mal was Neues? Ja, eigentlich schon. Also ich habe gekündigt im Institut und habe dann angefangen, habe dann mit einer Recherche für die fürs DEFA-Doc-Film-Studio angefangen, aus der ich dann gleich ein kleines Doc-Film-Drehbuch entwickelt habe. Das haben die dann auch
so gekauft. Nicht? Und dann ging das mit diesen Dokumentarfilmen los. Und wie war das wirtschaftlich? Ich meine, Sie waren wahrscheinlich ordentlich bezahlter Wissenschaftler und auf einmal nix. Ja, genau. Ja, das war Ihnen aber egal? War mir egal. Also ich meine, gut, die Existenzängste in dem Sinne gab es in der DDR nicht so. Die Mieten waren ja wirklich gering. Und gut, ich hatte meine Eltern natürlich, die mich im Notfall auch unterstützt hätten und unterstützt haben. Übrigens, gefeierter Historiker und so, das ist nur halbrichtig. Mein Vater jetzt. Ich will das auch nur mal korrigieren. Mhm. Auch die Tatsache, dass er in die SED eintritt, stimmt so nicht. Der Mann war, ich glaube, seit dem 16. Lebensjahr im kommunistischen Jugendverband, nicht? Da kann man irgendwie schlecht sagen, er tritt. Es klingt so ein bisschen nach Karriere, nicht? Ja. Und er war, ich muss das auch mal sagen, er war... er hatte keinerlei Parteiämter zum Beispiel, nicht? Er hatte auch keinen hohen Posten in der Akademie. Der war dann irgendwann mal eine Zeit lang Abteilungsleiter, hat das aber auch dann aufgegeben zugunsten seiner unmittelbaren wissenschaftlichen Arbeit, nicht? Aber mein Vater natürlich war ein anerkannter Historiker, das würde ich schon sagen, hat auch ordentlich Geld verdient für DDR-Verhältnisse. Und um darauf zurückzukommen, stand mir dann im Notfall auch zur Seite oder hätte mir zur Seite gestanden, nicht? Und hat mir auch oft genug zur Seite gestanden, natürlich mit so kleinen. Aber was jetzt Ihre Familiengeschichte angeht, also Ihre Großeltern waren überzeugte Kommunisten. Ja, Ihr Vater war zumindest in Russland ein kritischer Kommunist. Genau, also Sie sind schon auch sozialistisch sozialisiert. Ja, wobei bei uns zu Hause, also die Großeltern, eine Geschichte, bei unser Zuhause, nicht, da herrschte sozusagen schon demokratischer Sozialismus, nicht, da gab es keine Tabus, nicht, also von Westfernsehen oder Beatmusik hieß das damals ganz zu schweigen, aber es wurde alles kritisch und offen diskutiert, es war gar keine Frage. Ja, aber da ist eben diese Entwicklung von einer Generation zur nächsten, nicht? Ja, und dann noch zur allerletzten, zur vierten Generation, die im Roman auch vorkommt, die dann gar nicht mehr wie ich ein sehr kritisches Verhältnis zur DDR entwickelt haben, sondern denen das alles eigentlich nur noch sozusagen verstaubte Geschichte ist. Schwarz-weiß. Genau, eigentlich gar kein Verhältnis mehr zu alledem haben, nicht? Gab es bei Ihnen so einen Moment, wo der Zweifel am DDR-System plötzlich einsetzte oder wuchs das? Das wuchs ziemlich langsam. Also zu dem, was ich mit der Offenheit bei uns im Hause beschreibe, gehört auch, dass ich schon immer wusste, dass mein Vater im Lager zum Beispiel gewesen ist und das Darlehen, nicht? Und natürlich, dass mir natürlich klar war, dass er völlig zu Unrecht dort war, nicht? Und dass es also dort riesige Verbrechen gab, nicht nur, dass es die gab, sondern dass auch über diese Verbrechen obendrein noch geschwiegen wurde, auch in der DDR-Zeit und in der DDR-Geschichtsschreibung, in der DDR-Schule und so weiter, nicht? Also das war mir alles klar und von daher setzte früh eine Distanz ein, das muss ich schon sagen. Zur DDR. Ich würde nicht sagen, dass ich irgendwie in der Opposition war. Zum Teil auch deswegen, weil über viele Jahre war das so vollkommen hoffnungslos, nicht? Also man denke an Ungarn, man denke an die CSSR. Da waren einfach immer die sowjetischen Panzer da, wenn irgendwas passierte. Aber eine Distanz entwickelte sich sehr früh, muss ich sagen. Also nicht lange Antwort. Kurzer Sinn, nicht sozusagen nicht sprunghaft, nicht an einem Punkt. Nicht? So Themen wie Mauer, Stacheldraht, deutsche Teilung ist in Ihrem Buch eigentlich nicht so richtig Thema. Nee. Haben Sie das bewusst ausgeklammert? Ja. Haben Sie gesagt, das weiß man? Ja. Also da wollten Sie jetzt nicht noch mal so Ihr Gewissen erleichtern und sagen, ich habe es auch mitgekriegt. Ja, also ich meine, man hat dazu in Europa jedenfalls und überhaupt in der zivilisierten Welt, würde ich sagen, hat dazu eine Menge gesehen. Es gibt ja diese vielen, vielen Bilder über den Mauerfall beispielsweise, nicht? Und obwohl ich sagen würde, das ist ein Wenderoman in gewisser Weise, kommt die Wende eigentlich nicht drin vor, nicht? Mhm. Das hat auch zum Teil mit der Art und Weise des Schreibens zu tun. Ich schreibe ja sehr knapp, nicht? Und arbeite eben auch mit Lücken, nicht? Die, von denen ich glaube, dass der Zuschauer die ausfüllen wird, nicht? Wie muss man sich dieses Leben in der DDR auch einer Familie vorstellen? Wenn man so eine innere Opposition hat, die man jetzt nicht, ich sag mal, in einem Dissidentendasein auslebt, ist doch auch eine permanente Spannung, oder? Also so, ich sag mal, das häusliche Miteinander ist so eine Art Trutzburg und da draußen passieren Dinge. Hat Sie das
psychisch mitgenommen oder gewöhnt man sich daran? Also gut, man darf natürlich auch, es ist, die DDR war ja nicht die Sowjetunion der 30er Jahre und auch nicht Rumänien. Ja, also da muss man schon Unterschiede machen. Es war nicht so, dass sozusagen draußen die Staatssicherheit mit gezückter Waffe umherrannte und Leute von der Straße weg verhaftete. Also das war nicht der Alltag, nicht? So darf man sich das nicht vorstellen. Ich muss sagen, ich würde mir jetzt nicht zurechnen. Andere sehen das übrigens auch anders, fällt mir ein. Die sehen mich schon eher in einer irgendwie kämpferischen Rolle. Würde ich für mich gar nicht beanspruchen. Aber ich habe auch kein Blatt vor den Mund genommen, sowas nicht. Also ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt nicht ängstlich geschwiegen, nicht? Waren Sie geschützt durch die Prominenz Ihres Vaters so ein bisschen? Prominenz. Also es gab solche Vorfälle beispielsweise. Ich habe in der Schule, da bin ich in so eine Spezialschule, Gymnasium mit Spezialunterricht Mathematik und Physik besonders gekommen und dann fiel ich da gleich dadurch auf, dass meine Haare also ein bisschen zu lang waren und dann kam es zu irgendeiner blöden Versammlung und dann hieß es ja und der hört auch Westsender und sowas. Da meldet sich natürlich auch gleich jemand, nicht? Das ist klar, irgend so ein kleiner Denunziant meldet sich dann und wusste auch gleich, dass ich irgendwie was zum Verhältnis Ägypten, Israel oder irgendwas. Da war, glaube ich, gerade der Sechstagekrieg oder irgend sowas war da gerade. Ja. Und da hatte ich irgendwas aufgeschnappt zu Hause. Naja, und habe das dann also auch ausposaunt, wurde dann glatt gemeldet während dieser Versammlung. Und es stand dann zur Debatte, ob ich von der Schule fliege tatsächlich nicht. Ja gut, dann ist mein Vater da hingefahren und hat versucht, mit diesem Direktor zu sprechen. Ja, ihn zu beschwichtigen natürlich, ja, aber dann war er auch zu der Zeit, glaube ich, schon Professor. Ein bisschen Eindruck macht es. Ein bisschen so, Eindruck hat das natürlich gemacht, ja, und hat dann erreicht, dass ich natürlich auch gegen das Versprechen, so ein bisschen zurückhaltender zu sein, nicht, dann an der Schule blieb, ja. Also es war immer ein Leben mit unangenehmen Kompromissen, nicht, die man, wenn man nicht, sag mal, auf alles verzichten wollte, auf Abitur, Studium und so weiter, die man eingehen musste, ja. Ja. Sie haben gesagt, ich hatte immer das Gefühl, mein eigenes Leben sei klein, langweilig und bedeutungslos. Eine Biografie wie die meines Vaters stellt alles in den Schatten. Ich glaube, jetzt mit Ihrem Buch spätestens haben Sie gleichgezogen. Private Museen zur DDR-Geschichte, die gibt es zahlreiche. Da können Besucher die Schrecken der Grenze nacherleben oder auch ostdeutsche Alltagskultur genießen. Ein Beispiel zwischen Thüringen und Niedersachsen. Herzlich willkommen im DDR-Museum. Klettenberg im Norden Thüringens. Hier lebt sie wieder die DDR, als wäre nie etwas passiert. Ostdeutsche Alltagskultur drapiert zum Museum. In der Gaststätte werden kulinarische Ostklassiker im FDJ-Hemd serviert. Erich Honecker lächelt milde von der Decke. Und wer übernachten will, kann das stilecht in Original-Armeebetten. Manche denken, dass es überhaupt nur der DDR-Bürger mit Alubesteck gegessen hat. Aber bei uns gab es genauso Edelstahl wie woanders auch. Tettenborn in Niedersachsen, nur ein Steinwurf entfernt. Hier geht es um den Schrecken der ehemaligen Grenze. Aus dem Lautsprecher meldet sich ein Posten. 34 kommen. Hundebellen, die Sirene heult, Gruseleffekt erwünscht. Möglichst echt soll es sich anfühlen, wenn der Besucher am Signalzaun steht. Das ist die jüngste Geschichte Deutschlands. Für nachfolgende Generationen muss es aufgearbeitet werden, um auch der Jugend, die das nicht erlebt haben, ist hier mittlerweile schon 20 Jahre ins Land gegangen, um auch der Jugend das zu zeigen, wie jetzt einmal ein Land geteilt wurde. Im DDR-Museum auf Thüringer Seite. Chefin Anita Wiebrecht plaudert gern mit Besuchern über alte Zeiten. Was hatten wir zu Hause? Ja, mit den Märchenfilmen. Diese Nähmaschine hatte meine Tochter auch noch. Funktioniert noch viel. Solche Momente liebt sie, wenn Erinnerungen wach werden zwischen all den ausrangierten Dingen, denen sie in ihrer Ostschau-musealen Rang verschafft. Vertraut geht es zu. Oder hier diese Handarbeit, können Sie sich daran erinnern? Das habe ich gerade gesagt, das haben wir noch gemacht hier. Mit Bastgehege. Von Kaffeesahne, deckelt die Einsätze, die haben wir immer gesammelt. Dann gewaschen und dann umgehegelt. Das haben wir gehegelt, ja. Mangelwirtschaft macht erfinderisch.
Ja, so war die DDR. Doch um eine kritische Auseinandersetzung geht es hier eigentlich nicht. Das DDR-Museum, 2009 eröffnet, wirkt eher wie ein munteres Raritätenkabinett. Es gab natürlich Staatssicherheit, es gab natürlich auch Gefängnisse genügend, es gab auch genügend, die misshandelt wurden in Gefängnissen und so weiter, Kinderheimen und so weiter. Das sind alles richtige Berichte, aber ein normaler DDR-Bürger hat das eben nicht zu spüren bekommen. Anita Wiebrecht meint, das müsse einmal gerade gerückt werden. Sie haben sicherlich am Zaun drüben gesehen, dieses Foto. Ja. Nebenan in Niedersachsen demonstriert Rainer Böhle den beiden Besuchern aus den Niederlanden die Alarmkette bei einem Fluchtversuch. Passen Sie auf. Die Rote Lampe war da am Zaunfeld 69. Und dann ist eine Postin gerufen. Das hört sich dann wie folgt an. Hören Sie einmal. 39 kommen. 34 kommen. 34 hört. Ich denke schon, wenn jemand dies sieht, dass alle Erzählungen von früher, dass die lebendiger werden, ja, und man es besser fassen kann. Direkt nach der Wende hat der westdeutsche Rainer Böhle die Exponate für das Grenzmuseum zusammengetragen. Quer durch den wilden Osten fuhr er und nahm mit, was man ihm gab. Ich sage das mal ein bisschen komisch, aber sie waren froh, dass es los wurde. Sie wollten damit nicht mehr konfrontiert werden, deswegen haben sie mir das alles gegeben. Die Grenze habe ihn, den ehemaligen Bundeswehr-Fähnrich, schon immer fasziniert. Über 150.000 Besucher sind seit 1992 nach Tettenborn gekommen. Viele Ältere, aber auch Schulklassen. Böhle ist davon überzeugt, so ein Museum wie dieses sei inzwischen längst normal. Wir haben ja auch sehr viele Heimatmuseen. Und auch diese Heimatmuseen werden ja besucht. Auch andere Museen, ob das Bergwerke sind, die werden ja auch besucht. Und auch das hier, das Grenzlandmuseum, wird immer Bestand haben. Einfach um das Bewusstsein auch wachzuhalten. Nicht um vielleicht alte Zeiten zu glorifizieren, sondern einfach zu zeigen, was war wirklich in dieser Zeit, wie wurden Menschen eigentlich eingesperrt. Im thüringischen Klettenberg umfasst die Schreckensgeschichte der Grenze nur einen winzigen Teil der Ausstellung. Anita Wiebrecht sagt, mit ihrem Museum will sie zeigen, dass nicht alles in der DDR schlecht gewesen sei. Früher war nicht alles schlecht. Das ist so ein komischer deutscher Satz, nicht? Ja, das ist sinnlos, das sozusagen trennen zu wollen. Nicht? Man kann die DDR nur als Ganzes sehen. Also diesen Satz mag ich nicht so besonders. Nee, sicherlich ist er irgendwie richtig, ja, aber verfälscht trotzdem, glaube ich, irgendwas. Die DDR war natürlich schon ein Ort der Indoktrination, keine Frage. Und das kam eben zum Beispiel an der Grenze, wurde das sehr, sehr stark spürbar. Nicht? Also dann ging es eben ans Leben unter Umständen. Nicht? Haben Sie auch so nostalgische Momente, wenn Sie so altes Spielzeug, alte Produkte, alte Sachen sehen? Sagen wir mal so, ich habe gerade neulich wieder in der Tankstelle beim Autofahren brauchte ich eine Cola, nicht? Und stand dann plötzlich da und da gab es diese alte Vita-Cola wieder. Die gute alte DDR-Cola. Die mochte ich damals nicht. Ne? Ja. Das muss ich mal sagen. Die mochte ich damals nicht. Die schmeckt da immer ein bisschen anders als die Coca-Cola. Mhm. Und diesen Unterschied, den habe ich durchaus bemerkt, nicht? Und mochte lieber Coca-Cola. Mhm. Wenn ich die heute trinke, nicht? Dann ist das das ist was anderes. Das ist plötzlich verbunden mit Kindheitserinnerungen, nicht? Das hat eine Bedeutung. Dieser Geschmack kriegt irgendwie. Also Sie greifen an der Tankstelle auch bewusst zu Vita-Cola. Ja, das habe ich jetzt in mal diesem gemacht, einen in Fall. Diesem Fall mal gemacht. Ich trinke normalerweise überhaupt ganz wenig Cola. Insofern komme ich auch nicht oft in die Verlegenheit. Aber da habe ich das mal gegriffen und sofort mit diesem Geschmack ist ein Stück Kindheit wieder da. Nicht? Die gab es immer bei meiner Oma, da gab es immer einen Kasten Vita-Cola. War was nicht. Besonderes, ne? Gab es nicht jeden Tag? Doch, gab es. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war, aber gab es schon. Vita-Cola gab es schon. Gab es Coca-Cola nur zu großen Feierlichkeit, Kindergeburtstage. Aha. Aber Sie haben einen hochinteressanten Satz gesagt. Sie haben die DDR 1988, also ein Jahr vor dem Mauerfall, verlassen, weil Sie sich so gelangweilt haben. Ja, ich will das immer so ein bisschen runterspielen, nicht? Also ich will, wie gesagt. Aber es kommt doch aus der tiefsten Tiefe Ihres Herzens, oder? Also. Ja, also es ist schwierig mit dieser DDR. Wissen Sie, es ist immer so. Einerseits ist wenn man
wenn man sie im Kontext der Geschichte des Sozialismus sieht, also das heißt im Kontext auch der Geschichte der Sowjetunion, die ja die dazugehört, auf die sich ja die DDR auch ständig, also die Führung der DDR ja auch ständig berufen hat, nicht? Und ständig war ja von Bruderland die Rede und von gemeinsamer Geschichte und so weiter, nicht? Wenn man das in den Kontext stellt, ist die DDR natürlich harmlos, nicht? Also dann sind selbst die Maueropfer, von denen jedes Einzelne zu viel ist, und sie sind verglichen mit den Millionen Toten, die es also in der Vorgeschichte der DDR gab, nicht, sind natürlich gering, nicht, ja. Andererseits, das ist die eine Seite. Also einerseits ist die DDR in dem Sinne ein harmloses Land, und andererseits durch ihre Zugehörigkeit zu dem Ganzen und dadurch, dass natürlich letzten Endes, wenn sozusagen die Überredung nichts mehr half, wenn der Versuch der irgendwie der Einbeziehung, der Bestechung, der Korruption, der sonst was nichts mehr half, dann war irgendwo auch die Grenze erreicht, wo die DDR eben repressiv wurde. Nicht? Gegen und wo ihre, kam jetzt diese Langeweile her? Bürger. Ja, und ich versuche immer, wenn man so will, ein bisschen auch die DDR abzugrenzen gegen das, was in der Sowjetunion, was mein Vater beispielsweise erlebt hat, nicht? Diese Gegenüberstellung der beiden Biografien, nicht? Und da sage ich, dann war die DDR auch wieder vergleichsweise langweilig, nicht? Weil, ja, Herrgott, also es war relativ schnell geregelt alles. Man machte Abitur. Man heiratete, kriegte Kinder, kriegte, wenn man Glück hatte, eine Wohnung und arbeitete dann bis zur Rente, fuhr einmal nach Bulgarien und zurück oder zweimal oder dreimal. Nicht, ja. Das war sozusagen die Tour, die freistand, ja. Und jetzt ist das ganze Leben schon im Museum. Ja. So schnell kann es gehen. Sie haben gesagt... Aber verstehen Sie, vom heutigen Standpunkt her ist es natürlich im Rückblick doch wieder interessant. Weil aus der Binnenperspektive sieht das natürlich alles vollkommen langweilig aus. Ja. Nicht? Aber jetzt, wo man sich davon befreit hat, wo es auch nur ein kleines Mosaiksteinchen in der ganzen Welt ist, nicht, ist das natürlich auch irgendwie ein interessantes Mosaiksteinchen, diese DDR, so wie sie war, nicht? Deswegen reden wir auch 20. Deswegen reden wir 20 Jahre später noch drüber. Das interessiert die Leute, wie man an ihrem Buch sieht. Wir kommen mal ins aktuelle Deutschland. Riesenthema an vielen verschiedenen, ob das Stuttgart der Hauptbahnhof ist, ob das Großprojekte sind und so weiter. Bürgerbeteiligung, Volksbegehren, Volksabstimmung und auch Bürgerhaushalte. Ja, die Menschen wollen nicht nur alle 4-5 Jahre mal wählen, sondern auch mitbestimmen, wenn es um Fragen des Gemeinwohls geht, die sonst von Parteien und Politikern, von denen da oben entschieden werden. Viele Kommunen nehmen das jetzt inzwischen ernst und lassen die Bürger tatsächlich mitreden. Frankfurt, Finanzmetropole am Main. Eine reiche Stadt, in der Geld gemacht wird, an der Börse, bei den Banken. Frankfurt nimmt seine Bürger ernst. Als eine der ersten Großstädte in Deutschland hat Frankfurt die Bürger gefragt, wo Geld ausgegeben, wo gespart werden soll. Alle Frankfurter sollen mitmachen beim ersten Bürgerhaushalt. An sich, um das auch attraktiver zu machen, die kommunale Ebene. Ich meine, die Wahlbeteiligung 30-40%, das ist nicht wirklich gut. Finde ich den Bürgerhaushalt eine gute Idee. Einfach gefragt zu werden, auch dieses Motto, Frankfurt fragt mich, das fand ich toll. Und wenn man dann schon mal gefragt wird, so ganz explizit, dann finde ich das auch wichtig, dass man mitmacht. Die Idee hatte der Herr der Stadtfinanzen, Kämmerer Uwe Becker. Mit einer aufwendigen Werbekampagne wollte er die Frankfurter zum Mitmachen anregen. Beim nächsten Haushaltsplan sollten auch ihre Ideen berücksichtigt werden. Frankfurt fragt mich. Also der Grundgedanke ist natürlich, die Bürgerinnen und Bürger wieder stärker für ihr Gemeinwesen zu interessieren, für die Politik zu gewinnen. Einen Monat lang konnte man mitdiskutieren. Beteiligt hat sich aber nur jeder 200. Frankfurter Bürger. Ganz oben auf der Vorschlagsliste: Förderung privat organisierter Schülerbetreuung und kostenloses Schulobst. Ginge es nur nach den Frankfurtern, würde kein neues, teures Stadthaus gebaut, stattdessen mehr Fahrradwege. Bausünden aus den 60ern würden umgestaltet. Doch letztlich entscheidet über alles das Kommunalparlament. Oliver Merker ist der Experte für Bürgerhaushalte. Er betreut und berät Städte und Gemeinden bei dem Projekt. Also der Bürgerhaushalt in Deutschland ist sehr stark an das repräsentative System angelehnt. Das heißt, er will es nicht aufheben. Am Ende ist immer der Rat, die Politiker und die Politikerinnen sind die, die entscheiden. Und der Bürger hat durch den Bürgerhaushalt in Deutschland, in anderen Ländern ist es ein bisschen anders, die Chance, der Politik zusätzlich über diesen Bürgerhaushalt Vorschläge zu machen. Das heißt, das Ohr
der Politik wird dadurch größer. Ja? Aber am Ende ist der repräsentativ gewählte Politiker, Politikerin immer noch der, der die Gewalt, also sozusagen die Macht hat. Für Euphorie gibt es also keinen Anlass. Doch auf kommunaler Ebene scheint mehr Bürgerbeteiligung zu funktionieren. Weit über 100 deutsche Städte und Gemeinden setzen nun schon darauf. Ja, Herr Ruge, Sie leben hier in Berlin, Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg wahrscheinlich? Nee, in Prenzlauer Berg. Ah, Prenzlauer Berg, okay. Jetzt kommt der dortige Bezirksbürgermeister und sagt, Mann, Herr Ruge, Sie haben hohes Ansehen, wollen Sie nicht mal hier beim Bürgerhaushalt mitmachen? Wäre das was für Sie? Sie sind Mathematiker, Sie können rechnen. Also erstmal kommt der Bürgermeister sozusagen via die Wohnungsgesellschaft, die uns die Wohnung vermietet und erhöht schon innerhalb von, ich weiß nicht, 5 Jahren zum zweiten Mal um 20% die Miete. Das ist erstmal 20%? Das ist erstmal das, was ich von Herrn Wobereit direkt sozusagen merke. Ja. Mhm. Von Bürgerhaushalt war bis jetzt noch nicht die Rede in Berlin. Ja, gut. Würden Sie mitmachen? Weiß ich nicht. Also ich bin ja Geschichtenerzähler. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich... Perfekter Politiker. Nein, eigentlich nicht. Ich habe mich also für Tagespolitik schon früher nicht besonders interessiert. Interessiere mich auch heute nicht so sehr dafür. Das muss ich sagen. Ich kann auch immer, ich weiß gar nicht jetzt zum Beispiel, wie Herr Röttgen aussieht, wenn Sie mich jetzt fragen. Der hat unlängst in Nordrhein-Westfalen Ich weiß, er hat gestern, ich habe das nur im Radio gehört, habe ihn also nicht gesehen und habe eigentlich schon wieder vergessen, wie er aussieht. Egal. Ich bin also da nicht immer up to date, ja. Und ich würde das begrüßen, wahrscheinlich, dass es das gibt. Aber inwieweit ich mich jetzt direkt aktiv beteiligen würde, weiß ich nicht, will ich nicht versprechen. Sie sind ein Skeptiker des Parteiensystems. Ja. Sie sagen, das ist jetzt keine gute Idee, Gemeinschaft zu organisieren. Naja, so würde ich das vielleicht nicht sagen. Also ich würde sagen, es ist so, dass dieses Mehrparteiensystem, was wir haben, dass immer sehr schnell mit Demokratie überhaupt identifiziert wird und als ob so getan wird, als sei jetzt das Ende und die Verkommenheit weiter ginge es. Also nicht, man muss schon sehen, dass eine Demokratie auch ein System ist, was sich auch weiterentwickelt, was eben nicht so bleibt. Ja? Und da kann man über viele Punkte nachdenken. Also wenn man beispielsweise so Sachen betrachtet wie den Fraktionszwang, den es bei uns im Parlament gibt. Nicht? Also eine Partei gibt eine Linie vor und unabhängige Abgeordnete müssen folgen. Unabhängige Abgeordnete, muss man sogar sagen, die eigentlich ihrem Wähler gegenüber verpflichtet sind in Wirklichkeit, ich weiß gar nicht, wie es mit diesen Listenplätzen zu funktionieren, egal, spielt gar keine Rolle, die sind tatsächlich ja ihren Parteien verpflichtet. Man kommt ja auch nur durch den langen Marsch durch die Parteiebenen und Institutionen, kommt man ja auch oben bei wichtigen Parteiämtern erst an. Dann ist man also ein Parteimann, nicht? Das ist ganz klar. Also solche Probleme. Wie Lobbyismus funktioniert. Also da kann man sich sicherlich noch besser informieren, als ich das tue. Aber natürlich passiert da irgendetwas hinter verschlossenen Türen, was ich nicht genau beurteile, was sehr intransparent ist und so weiter. Also diese da kann man schon ziemlich viel hinterfragen, würde ich völlig sagen. Völlig richtig. Welche Partei steht Ihnen am nächsten? Ja, eigentlich keine wirklich. Also eigentlich die SPD, nicht? Wenn die SPD noch die SPD wäre. Ja. Das sozusagen, also ich bin schon sozusagen in dem Sinne bin ich ein Linker, dass ich sozusagen auf Seiten derjenigen bin, die also nicht die Macht haben, die nicht das Geld haben, also auf Seiten der vielen, nicht auf Seiten der wenigen, nicht? Um es mal so ganz allgemein zu sagen, das ist schon so. Nur ist die Frage, wie weit eben die SPD da nicht ihre eigenen ihre Ursprünge und ihre Positionen verraten hat, klingt ein bisschen hart, aber doch verlassen hat, sagen wir mal. Nicht? Gehen Sie wählen? Also ich gehe nicht wählen, muss ich sagen. Nicht? Weil ich kann, es ist natürlich, es gibt Argumente dafür, das weiß ich alles, aber eigentlich bin ich ein erklärter Nichtwähler. Also jetzt nicht aus Bequemlichkeit, ich wähle nur das, wovon ich überzeugt bin. Ja. Punkt. Und wenn ich davon nicht überzeugt bin,
dann wähle ich das auch nicht. Eine Wahl treffen Sie allerdings, und zwar ja, die Wahl der Qual. Für die einen ist es pures Glück, für die anderen purer Masochismus. Das Marathonlaufen. In Deutschland hat sich die Zahl der Wettbewerbe in den letzten 10 Jahren auf 180 verdoppelt. Wer sich an diese verdammten 42,105 Kilometer herantraut, so wie Eugen Ruge, der sollte gut vorbereitet sein. Auf den ersten Blick wirkt er nicht so, aber Hans-Peter Becker ist ein echter Marathonmann. Wenn er von der Schule kommt, tauscht er Tasche gegen Turnschuhe. Schon 12 Marathonläufe hat er absolviert. Wichtig, das richtige Training bei jedem Wetter. Bei dem Wetter wie heute, es ist schön Sonne, nicht zu heiß, da macht es richtig Spaß, da fällt es überhaupt nicht schwer. Ne? Dann geht man raus, zieht die Schuhe an, freut sich, kann allen Frust hinter sich lassen. Und ja, wenn es jetzt regnet, dann macht es natürlich nicht ganz so viel Spaß. Gegen den inneren Schweinehund helfen Trainingspartner. Die Freunde vom Marathonclub Mainz sind auch schon mindestens 10-mal Marathon gelaufen. Das ist Voraussetzung für die Mitgliedschaft. Für Anfänger haben sie einen Tipp parat. Wichtig ist, dass man nicht einfach sagt, ich gehe das Abenteuer Marathon ein, sondern dass ganz einfach erforderlich eine spezielle Vorbereitung ist. Das erfordert doch, es kommt immer darauf an, wie weit derjenige ist, aber ich denke mal so 6 bis 9 Monate intensives Training. Damit der nächste Marathon für Sie nicht zur Qual wird, haben Sie intensiv trainiert. 5 Monate Vorbereitung, 4-mal pro Woche, bis zu 60 Kilometer. Also mein Ziel ist, am Sonntag in der Zeit zwischen 3 Stunden 45 und 4 Stunden ins Ziel zu kommen. So ins Ziel zu kommen, dass ich nicht, wie man sagt, auf dem Zahnfleisch gehen muss. 42,195 Kilometer laufen, leiden und triumphieren. Tja, ältere Herren, die in schwarzer Unterwäsche durch Innenstädte laufen, sie gehören dazu mit einer verboten guten Zeit von 3 Stunden und 3 Minuten, noch gar nicht so lange her. Wie ist das bei Ihnen, wenn Sie im Ziel nach so einem richtig harten Lauf, wenn Sie da eintrudeln, sind Sie da glücklich, sind Sie komplett zerschossen? Was geht da in Ihnen vor? Ja, das kommt immer darauf an, ob ich die Zeit, die ich mir vorgenommen habe, erreiche. Nicht? Also, wenn sie sind ehrgeizig, oder? Ja, bin ich schon in der Beziehung. Ich meine, sonst macht das auch keinen Spaß. Also sonst ist es auch schwierig, sich für mich jedenfalls, sich sinnvoll vorzubereiten. Also Sie sind ein Planungsmensch, also oder? Gut, ich meine, Marathon müssen Sie planen, natürlich. Ja. Das kam ja eben in dem kleinen Beitrag auch zum Ausdruck. Sie können sich nicht hinstellen und sagen, ich will jetzt einen Marathon laufen. Das ist Sie erzielen keine optimalen Ergebnisse. Vielleicht kippen Sie auch zwischendurch um. Im schlechtesten Fall kommen Sie nicht an oder kommen Sie im Krankenwagen. Ja, also Ziel, das wollen wir nicht spekulieren. Wollen jetzt nicht spekulieren. Ja. Ja, aber jedenfalls, das ist nicht günstig. Am Marathon muss man schon planen. Ja. Also Ihr Glück, Ihre Glückshormonausschüttung hängt davon ab, ob Sie Ihre Zielvorgabe erreichen. Wir haben ein Foto von nicht Ihnen aus dem Jahre Berlin-Marathon 2004. Ja. Eugen Ruge im Ziel. Fast, da fehlen noch 100 Meter. Ja gut, aber Sie sind der Rechte, der Dunkle. Sie sehen, glücklich, aber auch nicht sehr unglücklich aus. Kennen Sie diese Glückshormone? Ja, die gibt's, aber die gibt's natürlich auch zwischendurch mal. Ja. Also das sind ja diese Endorphine, die der Körper ausschüttet. Nicht? Das ist mir beim Berlin-Marathon auch passiert, dass dann plötzlich, dann ist ja auch Musik und gute Stimmung und so, und plötzlich nach 15 Kilometern, plötzlich kriegt man das Lächeln also nicht mehr aus dem Gesicht, und man läuft und es ist alles ganz leicht, nicht? Dann gibt es eben auch Phasen, die auch wieder etwas schwieriger sind, nicht? Das ist auch klar. Tut das weh? Also nach dem Marathon fühlt man sich, andere vielleicht, aber ich bin dann schon K.O., muss ich sagen. Also ich habe dann schon, ich merke es beim Treppensteigen. Jeder Mediziner sagt, die Vorbereitung, wie beim Boxen, die Vorbereitung, das Training ist prima, der Wettkampf selber ist dann eher, muss man nicht haben, aber das ist Ihnen egal. Sie laufen jetzt immer noch. Ich laufe jetzt im Augenblick keine Marathons mehr. Also aber Sie schon sind seit, ich im laufe, Training. Ich, ich,
Ja, ich bin schlecht im Training. Verhältnis zu meinen Möglichkeiten bin ich relativ schlecht im Training. Also ich könnte jetzt einen Marathon laufen, aber das wäre also, was weiß ich, in 3 Stunden 30 oder 3 Stunden 45 oder so. Da wären Sie in Ihrer Altersklasse bei den Berlin-Brandenburger Meisterschaften aber schon ganz gut dabei, oder? Ja, wahrscheinlich, kann sein. Also, Sie haben uns was mitgebracht. Ist das, das hat eine Marathon-Trophäe nee, das hat aus leider alten nichts, Zeiten? Das hat leider nichts mit den Marathon zu tun. Das ist... das hat mehr mit dem Roman zu tun, mit meiner Familie zu tun. Also darüber kann man natürlich stundenlang reden, über dieses wunderbare... Sie haben 2 Minuten. Über dieses wunderbare Design hier. Interkosmos 1978. Genau, Interkosmos einmal auf Russisch, einmal auf Deutsch 1978. Was ist dieses Weiße? Dieses kleine Weiße ist eine Soyuz-Kapsel. Oh. Eine also Soyuz-Kapsel. Raumfahrt. Diesen seltsamen Teller, den hat der erste Kosmonaut der DDR, also der erste Deutsche, der im All war, Sigmund Jähn, kennen Sie? Ja, ja. Meinem Großvater überreicht. Nein! Ja, ich weiß leider nicht mehr aus welchem Anlass, könnte zum Geburtstag gewesen sein. Und das Komische ist, mein Großvater war um diese Zeit, 1978, war schon ziemlich verwirrt, ziemlich alt auch schon, krank und glaubte, er soll eine Spende für die Volkssolidarität ergeben. Und um sich nicht lumpen zu lassen, zückte er also seine Brieftasche und knallte hier einen 100-Markschein drauf auf dieses Ding. Dass er ihn noch in der Hand hatte. und diese Episode habe ich dann in veränderter Form, ganz veränderter Form, habe ich dann im Roman auch verarbeitet, nicht? Darüber könnte man könnte jetzt reden über Zusammenhänge von Wirklichkeit, von sozusagen autobiografischem und fiktivem, nicht? Wie sich diese Episode dann und dieser Teller und auch die Jahreszahl, wie sich dann alles verändert und verändert und verändert, bis es dann irgendwann in völlig anderer Form zu einer völlig anderen Zeit von jemand völlig anderem überreicht im Roman landet. Aber es ist schon toll. Ich meine, diesen Teller hat Sigmund Jähn in der Hand gehabt. Der Großvater erfindet den Buchstaben und jetzt kommt er sogar zu uns ins Studio. Ja. Und der steht jetzt, hat einen Ehrenplatz bei Ihnen zu Hause? Oder? Nee, also das hat er nicht erst gesagt. Das hat er nicht. Also es ist so, bei meinem Großvater, das ist auch jetzt, das sind auch die verschiedenen Generationen. Bei meinem Großvater hatte der einen Ehrenplatz. Mhm. Ne? Meine Eltern fanden das schon unglaublich komisch. Die hingen den sozusagen als Kuriosum da in ihre Essecke, nicht? Mhm. Und bei mir hängt er nun gar nicht mehr. Ja. Also, weil die Kinder und Enkel, die werden es wieder ausstellen als Familienstück. Vielleicht. Nicht? Großartige Geschichte, Herr Ruge. Wir sind fast am Ende. Unser knallhartes, typisch Deutschspiel wartet noch auf Sie. Ach du großer Gott, was war denn okay. das jetzt? Sie müssen sich entscheiden zwischen 2 Möglichkeiten. Von welchem Kanzler, welcher Kanzlerin werden Sie lieber regiert, Merkel oder Schröder? Oder? Von keinem. Okay, Bier oder Wein? Wein. Berlin oder Rügen? Oh, das ist eine schwierige Frage. Am liebsten im Sommer Rügen, im Winter Berlin. Schreiben oder laufen? Vormittags schreiben, nachmittags laufen. Genau, meine Lösung. Vielen Dank, Eugen Ruge. Das war schon wieder mit Typisch Deutsch. Vielen Dank an Sie fürs Zuschauen. Wir haben gesprochen über Euphorie, Erinnerungen und Engagement. Nächste Woche sind wir wieder für Sie da. Bis dahin schauen Sie einfach mal in unser Gästearchiv im Internet. Alles drin. Ihnen alles Gute. Tschüss, bis dahin.